So, es geht weiter mit Bowsers Festung, dem höchstwahrscheinlich letzten Schloss. Das heißt höchstwahrscheinlich, es wird das letzte Schloss sein. Immerhin ist es Bowsers Festung. Und Bowser hat immerhin Luigi entführt. Oder war das... Le ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist es Luigi gewesen, der noch entführt wurde? Naja. Ah, die 1 wieder. Ich habe bis jetzt noch nie die 3 oder die 4 gezogen. Nur die 1 und die 2. Und das wohl Licht. So. Leben. Moment, kann ich hier stehen? Ja. Ah, verdammt. Das musste ja passieren. Na. Hallo, wie soll ich den kriegen? Alter, wie unfair ist denn das bitte? Ja, die 1 ist definitiv ein Zong. Alter Schwede. Ich habe eigentlich auch keine Lust, nochmal die 2 zu machen. Ich würde gerne eine andere Tür haben. So. Übrigens habe ich letzten Part mich kurz gemutet, weil. Beziehungsweise ich habe das ja dann auf Pause gedrückt. Beziehungsweise geschnitten oder wie auch immer. Ja, ich habe mich halt gemutet, weil. What the fuck? Schnell weg hier! Was? Warum? Hä? Okay. Oh. Oh. Interessant. Gibt es hier jetzt immer optionale Bossfights? Und Kamek ist nur einer davon? Kann das sein? So. Gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall auch ein Scrolling-Part mit einem Boss-Mucke und mit einem Art-Boss. Roll mal hoch. Oh. Sieht so aus, als wäre es am Versagen gewesen. Doch nicht. Mist. So. Naja, der Typ ist lahmarschig. Die kriegt mich eh nicht. So. Ich muss bloß von den Fledermäusen eigentlich nicht richtig in Acht nehmen. So. Und so. Ist ja nicht mal ein Bildschirm. Jetzt müsste wieder ein Bildschirm. Ja. Gerade so ein Obermacker. Oh. Tja. Hat bis in die falsche Richtung gesprungen. Sieht nach besiegt aus.
Oder jetzt halt. Hä? Was soll ich tun? Ach so, das ist nur der Röhre. Ah, ja. Ich habe mich schon gewundert. What the fuck? Also die 3 ist echt gerade der 10.000 Euro Scheck. Oder auch nicht. Das hier kommt trotzdem. Dann ist die 3 eher das Gegenteil. Dann ist die 3 auch so ein Zonk, weil man halt so lange braucht. Ich dachte, ich könnte damit diesen Part überspringen, aber offensichtlich nicht. Oh cool, 2 Sterne. Danke, Kamek. So. Nein. Ja, voll ausgewichen. Ausweichskills hier. Nein. Juckt mich schon wieder das Auge, das kann ja wohl nicht sein. Oh, das juckt mir immer noch so ein bisschen nach. So was hasse ich. Verdammt. Los. Es müsste doch langsam mal zu Ende sein, dieser Part. So. Ja, Sternkreis. Juhu. Sternkreis, endlich mal. Oh, das sieht nach einer Bosstür aus. So eine Bosstür für Bowser. Dann wollen wir noch mal reingucken. Oh. Hi, Kamek. Ah, wie mutig von dir, hier zu erscheinen. Nun bekomme ich endlich das Baby. Oh nein, Bowser, junger Meister. Es war so laut, weißt du auch, dass ich bei diesem Krach nicht gut schlafen kann? Ui. Was ist denn das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir. What the fuck? Oh Mann. Okay, was kann ich jetzt gegen dich machen? Keine neue Eier kreieren oder was? Das bringt auch nichts. Hä? Ich verstehe gerade diesen Bossfight nicht. Das bringt auch nichts.
Ja, was soll ich bei diesem Bowser machen? Mann! So. Bloß nicht versagen. Nein! Ich habe keine Lust, jetzt zu wenig Sterne zu haben. Regeneriere dich mal voll. Wir haben ja Zeit. So. Ich verstehe echt nicht, was ich tun soll. Warte mal. Aha, jetzt habe ich... Die Erleuchtung ist gekommen. Wenn er das kann, kann ich das auch. Ah! Ich hasse es. Aha! So. Nein! War knapp. Nein! Ich brauche Energie. Jetzt musst du mir kurz hier herhalten, weil ich muss auftanken. Ich glaube, ich kann nicht auch so direkt das treffen, oder? Ja, tatsächlich. Okay. Junger Meister! Wie konntest du unserem Meister nur so etwas Grausames antun? Warum hast du das getan? Okay, es scheint noch nicht vorbei zu sein. Okay. Und genau diesen Bossfight kenne ich schon. Das habe ich auch, glaube ich, irgendwann schon mal im LP gesagt, dass ich diesen Bossfight schon mal gesehen habe. Aber ich weiß nicht mehr, wie er geht. Oh. Ich dachte, ich so... Nein, komm. Gut. Wir fangen beim Sternenkreis an. Mhm, ui. Was ist das für ein Pferd? Das fährt mich die auch. Gib es mir, bla bla bla. So. Nein. Da ich jetzt weiß wenigstens, wie das geht hier. Sollte es jetzt kein Problem mehr darstellen. Das war's, oder? Ja. Gut. Zweite Phase. Gespannt, wie der Boss jetzt hier abläuft. Wie gesagt, ich habe den noch nie gemacht und ich habe keine Ahnung, wie er geht. Ich habe bloß gesehen, dass das hier der Endboss ist. Mal in dem Video. Da.
So, da kommt jetzt ein Stein runter, genau. Da auch. Ah, ich verstehe. Scheiße. Zu hoch oder was? Ach so, jetzt ist er näher, da muss ich anders schießen. Ah, jetzt habe ich ihn mal getroffen. Ah, jetzt bin ich runtergestoßen worden, Mann. Wow, also das Bowser Schloss nimmt schon den ganzen Part ein. So, gib es mir, bla bla bla. Machen dich jetzt mal kurz fertig. So. Ja. Das war's. So. Zweite Phase. Oh Mann. Gespannt, wie das noch wird. Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich ihm auf die Nase schießen, seinen Feuerbällen ausweichen und ja. Das war's, glaube ich. So. Ich glaube, ich muss nicht mehr so richtig zielen. Ich muss nur die Höhe einschätzen, oder? So? Scheinbar nicht. Er scheint näher zu sein. Okay. Direkt auf die Nase kommen. Yes, Treffer. So. Komm. Das hat nicht getroffen. Und halt jetzt so. Treffer. Sehr schön. Nur das war zu niedrig. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass da jetzt ein Stein... Ach Mann. Ja. Ja, ja, ja. Was ist das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir. So. Ah.
Also dieser Part wird jetzt noch diesen Versuch gehen. Wenn ich es jetzt schaffe, dann geht er halt länger. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann wird der... Ja, werde ich Baby Bowser halt im nächsten Part machen. So. Wow. Unfassbar. Der Typ ist echt übel und ich hasse es. So, jetzt müsste es erstmal wieder mit meinem Ogi gehen, hoffe ich. Eieieiei, was ein Fight. Ist doch nicht so einfach, wie ich mir dachte. Aber okay, man muss ja auch dazu sagen, dass ich das erste Mal mache. So. Okay. Und... Treffer versenkt. So. Und Treffer versenkt. Und daneben. Volltreffer. Nein! Das war nicht hoch genug. Jetzt aber. Ja. Okay. So, wo kommen jetzt diese Steine runter? Da. Da. Ha! Okay, und Treffer. Und... Ach du Scheiße. Oh mein Gott, war das knapp. Ja, ich hab ihn besiegt. Ja! Wir werden uns eines Tages bitte rächen. Da kannst du dir sicher sein. Warte, Meister, ich werde dir helfen. Ach, das ist der Storch und Luigi, okay. Und so, dank des mutigen Auftreten der Yoshis, sind die Geschwister wieder vereint. Der Storch, der während der Baby-Auslieferung überwältigt wurde und sich die ganze Zeit über in Kamiks Gewalt befand, ist nun wieder frei. Danke, Yoshis. Ihr seid super. Okay. Kommt noch mehr? Ja, sieht so aus. Okay. Ja. Hab die Welt erobert. Und da kommt ein Vogel, Storch, was auch immer, an. Directors. Okay, das sind jetzt die Credits.
Das heißt, an dieser Stelle werde ich mir mein kurzes Resümee des Spiels geben. Es wird natürlich noch das 6. Special Level kommen. Keine Sorge, das wird... Allerdings weiß ich nicht, ob das direkt morgen kommt. Mal gucken. So, weil das ist jetzt für mich gewissermaßen erstmal der letzte Part. Und es kommt zwar noch ein Part. Oh, diese Credits sind total verklitscht. Aufgrund darum, naja, was soll's. Also, was kann ich zu dem Spiel sagen? Also erstmal die positiven Aspekte. Das Spiel ist... Ja, es hat eine super Musik. Also die Musik ist echt eine der besten Musiken aus Videospielen, die ich bisher gehört habe. Das muss man schon sagen. Also die ist richtig geil. Da kann man die ganze Zeit mitsummen und... Ach, die Musik ist einfach toll. So, was kann ich noch sagen? Ah ja, genau. Was mir richtig gut gefallen hat in dem Spiel, waren die Bosskämpfe. Also die waren echt so als von Ideen reicht. Da habe ich echt gedacht schon, wow. Die haben sich da echt was einfallen lassen, was ich jetzt nicht gedacht hätte. So. Und jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, das Spiel ist am Anfang noch ganz schön, tutti frutti, keine Ahnung. Aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Es hat nicht so ein Mario-Feeling bei mir rausgereicht, von wegen Jump'n'Run, sondern vielmehr so... sammle Eier... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich musste irgendwie immer mich upgraden, damit ich was machen konnte oder so. Und die... Ja, dieses 100%-Sucherei ist auch nicht gerade das, was ich toll fand als... Also dieses... Ich hätte es besser gefunden, wenn bei diesen 100% sammeln, wenn man praktisch das gespeichert kriegt pro Level und nicht jedes Mal ein Level neu einsammeln muss. Das ist halt zu bemängeln. Die Bonusspiele waren natürlich auch ganz gut, obwohl ich sie meines Erachtens ein bisschen zu krass fand. Endlich erreichen die beiden Babys ihr Zuhause. Ja, und jedenfalls, deswegen muss ich ehrlich sagen, ist Yoshi's Island bisher nicht mein Lieblingsteil von... Also nicht unbedingt einer der Teile von Mario, die ich jetzt am höchsten bewerten würde. Ich finde, Yoshi's Island fand ich jetzt irgendwie... So lala. Die Helden erblicken das Licht der Welt. Ja, Mario hat es doch die ganze Zeit schon erblickt. Ende. Gut, war's das denn jetzt? Scheinbar schon. Gut, jedenfalls deswegen ist Super Mario World 2 jetzt nicht so mein höchst bewertetes Spiel. Ich habe ja auch schon irgendwann im LP gesagt, dass ich mir schon eine Meinung zu dem Spiel gebildet habe. Und wie gesagt, also ich fand wirklich die Schlösser und die Bosskämpfe und so die Musik ziemlich genial. Auch die Ideen, die das Spiel reingebracht hat. Aber ich fand es trotzdem recht... eher stressig als spaßig. Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es mir nicht, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie jetzt beispielsweise Super Mario World Spaß machen würde. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht damit aufgewachsen bin mit diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Aber es hatte halt irgendwie nicht so das typische Jump'n'Run-Feeling für mich. Naja, egal. Es tut mir leid für alle, die jetzt gemeint haben, das Spiel wäre super. Das Spiel ist bestimmt auch super. Allerdings ist es nicht mein Fall. Nicht so wirklich. Deswegen hat mir aber trotzdem das LP gewissermaßen Spaß gemacht. Es gab tolle Stellen, das muss man schon sagen. Und ich bereue es nicht, das Let's Play zu haben. Ja. Und ich würde sagen, jetzt ein letztes Mal hier in Yoshi's Island. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann in die letztes Level geht, was es noch gibt. Beziehungsweise für alle anderen, die jetzt nicht kennen, wie es weitergeht. Ich habe ja eine Let's Play Reihenfolge. Das heißt, jetzt nach diesem Spiel, da ich das Spiel jetzt offiziell eigentlich abgeschlossen habe und nur noch ein Special Part kommt, nach diesem Spiel wird jetzt folgen Mega Man 6. Ich denke, das werde ich sogar ab morgen hochladen. Und der letzte Part von Super Mario World 2 Yoshi's Island wird kommen, wenn...
Ja, wenn ich es aufgenommen habe, ich muss ja noch die sechste Welt 100% durchspielen. Und ja, ich bin gespannt, wie die letzte Level noch ist. Und ansonsten werde ich mich an dieser Stelle erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.